Doch leider, leider ist das Herz seit gestern Nachmittags ist mir klar, dass meine schönste Zeit vorüber war. Der Onkel Doktor hat gesagt, er dürfte dich küssen. Er hätte dazu ein viel zu schwaches Herz. Der Onkel Doktor muss das wissen. Er sagt sowas nicht zum Scherz. Der Onkel Doktor sagt, er dürfte sich nicht verlieben. Das sei für schwache Herzen gar nicht gut. Ich glaube, er hat da übertrieben, wie das der Onkel Doktor sich öfters tut. Er muss auf alles Schöne jetzt verzichten, weil sein geschwächtes Herz ist so verlangt. Doch werden die Frauen sich gar nicht danach richten, das ist so meine stille Angst. Doch heute gehe ich zum Arzt und frage ihn, ja, gibt's denn keine andere Medizin? Der Onkel Doktor hat gesagt, ich darf die küssen, ich hab dazu ein viel zu schwaches Herz. Der Onkel Doktor muss das wissen, der sagt sowas nicht zum Scherz. Der Onkel Doktor sagt, ich darf mich nicht verlieben, das sei für schwache Herzen gar nicht gut. Ich glaub, er hat da übertrieben, wie das der Onkel Doktor öfters tut. Er dachte, er wird sich langsam dran gewöhnen, doch leider, leider war dem gar nicht so. Ich träume täglich vom verbotenen Schönen und werd des Lebens nimmer froh. Doch heute gehen wir zum Arzt und fragen ihn, ja, gibt's denn keine andere Medizin? Der eine Doktor hat gesagt, er kann nichts finden, der andere Doktor sagt, das kommt von ihren Sünden. Mein Onkel Doktor sagt, ich sei total verdorben und meiner sagt, für ihn wär ich schon längst gestorben. Mein Onkel Doktor hat gesagt, ich darf dich küssen, ich hab dazu ein viel zu schwaches Herz. Mein Onkel Doktor muss das wissen, der sagt doch sowas nicht zum Scherz. Mein Onkel Doktor sagt, ich darf mich nicht verlieben, das sei für schwache Herzen gar nicht gut. Der Onkel Doktor hat gesagt, ich darf dich küssen, sagt er, hat er gesagt, warum? Das möchte ich ja nun auch mal schrecklich gerne wissen, denn ich weiß nicht, wieso hatte oder hätte er, dann hätte ich doch auch mal, denn das können Sie mir glauben, wieso weshalb oder deshalb oder meinen Sie etwa nicht? Ich glaub, er hat da übertrieben, wie das der Onkel Doktor öfters tut.